super Sache für junge Leute. Du sagst es. Gerade für junge Leute ist das super Sache. Und damit grüßt euch Leidl und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen jetzt so ein Ding, das heißt 24 Stunden auf Gott vertrauen, also 24-1 Trust in God. Und das Ziel ist, da von Bregenz mit dem Auto oder keine Ahnung irgendwie nach Salzburg zu kommen. Und meine Traumvorstellung wäre, dass wir so ja, einmal Richtung Memmingen fahren, so. Dann in Memmingen dann so rechts einfach abbiegen, so. Und dann, dass wir irgendwann in München sind heute auf die Nacht, das wäre das ideale Ziel. Ich schau mal, was Gott mir für die Pläne durchkreuzen will. Und genau, der Raven ist auch in einem eigenen Team. Er hat gerade meine Schuhe an, extrem cool. Und er grinst richtig nett da hinter der Kamera daher, weil er ist halt 20 geworden, das muss man sich erst mal geben. 20 Jahre und nix in der Birne. Ja, was wäre deine Idealvorstellung? Also ich habe jetzt schon vorher gebetet um ein gescheites Transportmittel, weil ich gerne in einem richtig coolen Auto mitfahren würde. Oh. Und also ich fände es cool, entweder so eine R8. Eine R8 und dann zwei Sitze. Wurscht. Nee, aber so Karre, alles was so mehr als 300 PS hat, wäre mir eigentlich sehr willkommen. Fände ich sehr cool, aber ja, mal schauen, was Gott so vorhat. Und wo ich verstrecken? Auf jeden Fall über München. In Innsbruck bin ich schon mal letztes Jahr verhangen. Jetzt mache ich nicht mehr. Und dann mal schauen, ob ich in München oder in Salzburg übernachten werde oder wo auch immer. Je nachdem, wie Gott uns leitet. Super Sach für junge Leute! Super Sach für junge Leute, gell? Super Sach für junge Leute! Was freust du dich am meisten, Franzi? Ich freue mich auf die neue Erfahrung mit Gott. Nein, ich freue mich auf ein super leckeres Essen und so 4-Sterne-Hotel mit Pool und. Ja? Boah, ich will einfach neue Leute kennenlernen. Ein bisschen Abenteuer einfach. Ich habe nichts Großes vor, aber. Du hast nichts Großes vor. Gott wird das schon regeln. Ah, okay. Na ja. So, dala. Also, das ist mein Team. Und erste Mission ist, wir werden jetzt dieses Schild da, oder? Werden wir da ja, mal beschriften, dass wir irgendwie einmal Richtung Memmingen kommen und dann schauen wir weiter. Ja. Na fein, da haben wir die Rasten dann hier. Noch Memmingen runter. Geht schon nochmal, Hanna, was ist passiert? Hast du Mikro an? Das Mikro ist an. Super. Also, es war gerade richtig crazy. Wir waren ein bisschen lost und waren bei der falschen Autobahnauffahrt und die nächste wäre irgendwie erst so 5 Kilometer weiter gewesen. Da habe ich so einen Mann in einem Auto gesehen, der ist so gestanden. Und dann habe ich ihn halt gefragt, so, hey, wo ist denn die nächste Autobahnauffahrt? Er so, das ist so weit weg. Dann haben wir ein bisschen geredet und er so, okay, komm, ich bringe euch zur nächsten Autobahnauffahrt. Und jetzt hat er uns einfach hingefahren mit seinem Auto. Wir sind unter der Brücke. Minuten, oder so. Ja, wir sind unter der Brücke. Fein. Deutschland! Ja, am besten eigentlich dahin, weil da können sie gut hinparken. Ja. Und genau. Aber okay, das heißt hier. Ja, aber einzeln. Also nicht alle drei auf einmal. Die von dort kommen. Ja, aber vielleicht ein bisschen weiter vorne hinstellen, dass sie sich dann hinter die hin. Hey, das ist unser Mitfahrgelegenheit. Ja, schwierig. Okay. Genau, also wir sind nicht einmal eine Viertelstunde gestanden, ne? Oh mein Gott, warte, warte. Nein, das ist ja kann nicht mehr her. Okay, nein, also wir sind nicht einmal 15 Minuten gestanden und dann hat so eine voll nette Frau angehalten und hat uns jetzt gleich nach Lindau gebracht, also direkt zur Grenze, weil wir von hier aus viel bessere Verbindungen eben nach Deutschland haben und die Leute halt nach Deutschland fahren. Und es war total nett, die war komplett süß und sogar Müllsack bekommen, weil es jetzt zu regnen begonnen hat mittlerweile. Genau. Danke, Jesus! So, dala. Wir sind jetzt genau da, oder? In Memmingen. Und so hat so ein Typ mitgenommen von der Tankstelle. Total nice, der Simon. Bless you. Und ja, jetzt ist das Ziel, nach München weiterzukommen, gell? Mal schauen, wie uns das gelingt, aber es wäre schon cool. Nur um das zu demonstrieren, ich habe da in Lindau so eine Karte bekommen. Alter, ich rede so Hochdeutsch, was ist mit mir? Und da sieht man ganz genau, also wo waren wir? Wir waren da in Lindau.
Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Wir sind schon bis Memmingen gekommen. Das Ziel wäre heute Abend noch bis München, ist so 110 Kilometer. Und von München dann nach Salzburg, das ist das Ziel. So schaut's aus. Sehr gut. Also Leute, wir sind hier jetzt in München. Die liebe Grit hat uns mitgenommen. Total nett. Richtig komfortabel. Wir haben ein super Gespräch gehabt. Ja, komplett. Und genau, das wollten wir einfach teilen. 1A. So toll. Danke. Danke. Super junge Leute. Die Mama noch so mein Vorbild. Alter, gewesen. Die hat ein Rolli am Arm gehabt. Es war so wild. Die Mama okay. Bist du ready? Okay, also es war gerade ein bisschen zu krass und wir sind gerade alle komplett voller Adrenalin. Also, ich habe eine Frau angesprochen an der Tankstelle in Mannheim. Und dann sagt sie so, in Memmingen habe ich eine Frau angesprochen an der Tankstelle und die hat so gesagt, ja was macht sie, da habe ich das so erklärt und sie so, ja, habt ihr Essen? Ich so, nee. Sie so, braucht ihr Essen? Ich so, ja gern. Und dann hat sie uns einfach bei der Tankstelle wirklich voll viel Essen eigentlich gekauft. Wir haben alle jetzt ein gutes Abendessen gehabt. Und so Süßigkeiten. Mercy. Und dann, und wir kommen gerade, ich gehe gerade raus, feier Sophia und Martin, wir alle so, oh mein Gott. Und dann drehen wir uns um, eine Frau sagt einfach, kommt mit, ich fahre nach München, kommt mit mir mit, steigt's ein. Und das ist einfach die coolste Frau überhaupt. Und das ist Audi so gewesen. Sie so schön ausschauen, ja. Sie ist so schön, sie ist so inspirierend gewesen. Sie ist komplett krass und es war einfach ein Audi. Ja. Ah, Q3 S-Line. Audi Q3 S-Line. Komplett crazy. Und jetzt probieren wir darüber zu gehen, weil wir haben zwar schon das könnten vielleicht Freikirchler sein, die da drüben sind. Das ist so eine Unterkunft. Freunde. Und wir schauen mal, ob wir da was bekommen zum Schlafen. Okay, let's go. Komm. Komm dazu. Marienplatz. Du bist so happy. Alter, also wie sind wir da jetzt hergekommen? Das letzte war doch, war das auch am Bahnhof? Nein, das war aber ausgeschlossen. Okay, also wir sind dann direkt zu einer U-Bahn-Station gekommen. Okay, wir waren dann direkt da bei einer U-Bahn-Station, sind dort rein, haben ein bisschen Leute angequatscht, die Hanna war vor allem ganz toll. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir ja 20 Euro geschenkt bekommen haben. In Lindau noch, gell? Bei Mackie. Oh. Und dann haben wir uns gedacht, perfekt, wir kaufen uns einfach ein Ticket und fahren direkt in die Innenstadt. Und jetzt sind wir wo? Am Marienplatz in München. Und wir waren noch nie in München. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendeine nice Unterkunft finden irgendwo. Yeah. Alter Schwede, wir waren noch nie in München. Drauf und durch. Erste Impression. Was sage ich? Hallo, das ist jetzt. Hallo, mein Name ist Sophia und ihr ist tatsächlich auch Buchberger im Nachnamen. Mit dem Schlaf, das hört sich an, das hört sich auch nicht. Nein, das fragst du vielleicht noch gar nicht mit dem Schlaf. Was sag ich? Nein, das macht man ja dann einfach ich so. Ich fand das so nett, dass ihr auch Buchberger heißt und ich hier in München. Wir machen gerade. Wir sind Christen. Du kannst sagen, hau einfach gleich aus mit Christen. Wir sind Christen, wir machen gerade so eine Challenge mit Freunden. Und ich finde es einfach witzig, dass sie gleich heißen wie ich. Haben sie irgendwie Lust, so mit uns zu unterhalten. Wir sind drei, Leute. Na komm, Sophia. Ich will die Sprachlose, die abheben. Oh mein Gott. Sprich deutlich. Okay. Deutlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du schaffst es. You can do. Also ich beginne mit dem Schild. Was wollen wir eigentlich? Hallo, das ist Hallo, Sophia. Schlafplatz. Sind Sie, wo man schlafen kann? Oder du musst nicht mein Buch deines sein. Ich wollte sie einfach kennenlernen. Ja, genau. Weil sie auch so heißt wie ich. Komplette Weirdos. Bitte geht's dran. Ja, ich schaue da nicht so gut aus. Ein letztes Mal, weil ich will sie nicht belästigen. Oder ist es unhöflich, dreimal kriegen? Hast du schon zweimal? Ja. Ja. Dreimal ist schon sehr notdürftig. Ja, dreimal ist schon sehr. Du es. Du es. Du es. Alter Schwede. Die Armen, die schlafen sich hier schon. Das ist sicher so ein altes Ehepaar, was jetzt Kinder, so aufgeweckt wird. Weißt du, keinen anderen, aber die Buchbürger ist toll heute, Mama. Wir alle durch. Nein. Ja,
bei dieser Straße. Wie schauen wir sicher aus, Alter? Oh je. Anna, du bist wunderschön. Okay. Also, Sophia, erzähl mal, was haben wir gemacht? Also, wir haben dann... Das Ticket haben wir schon erzählt, gell? Ja. Wir haben es gekauft. Wir sind jetzt hier, Marienplatz, hergekommen. Haben dann gestaunt über die schöne Stadt. Da habt ihr vielleicht schon ein paar Clips gesehen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben einfach versucht, in Hotels zu fragen, ob sie uns lassen können, aber es war... In vielen Hotels, locker 20 Hotels. Ja. Aber sie können es halt einfach nicht, weil sie nicht Erlaubnis haben, das muss der Chef machen und sie dürfen mal nicht, was voll verständlich ist. Aber es sind so netten Leuten begegnet, die uns irgendwie weitergekommen haben, das Lustigste war einfach. Die Leute haben uns manchmal nicht abgekauft, dass wir nicht wirklich vielleicht doch Obdachlose sind. Und einer hat sich gesagt so, aber wie habt ihr euch gegenseitig? Zusammen seid ihr stark. genau. Sie weiter erzählen? Oder von der netten, wie hat die geheißen? Lisa? Ja genau, also in einer von den Rezeptionen, also beim Hotel, war so eine nette, die war so süß und sie so, nein, leider kann ich euch das nicht geben, aber warte, setzt doch mal hin und dann war sie ganz bemüht, irgendwas zu finden, wo wir da schlafen können und dann hat sie einfach uns, sie hat noch voll viel gehabt von KFC übrig gehabt, ganz viel Hühnchen und sie hat uns das dann einfach gegeben. Und ja, dann haben wir noch richtig gejaust, das war richtig nett. Auf jeden Fall, dann sind wir weitergezogen und dann waren wir immer noch ein bisschen hoffnungslos. Dann haben wir so auf der Straße so ein Pärchen getroffen, die waren gerade in einer Bar. Haben gesagt, okay, ja, also wir können das nicht euch aufnehmen, aber die in der Bar sind voll entspannt. Fragt einfach mal dort nach. Dann sind wir in diese Bar gegangen. Und haben dann die Leute gefragt, so, hey, wir machen gerade ein bisschen was Komisches, mögt ihr uns aufnehmen? Ja, und die waren einfach voll entspannt so, aber die meisten haben ehrlich gesagt eher schwierig. Aber einer hat tatsächlich gesagt, der Hans, er hat gesagt, es ist okay, ihr könnt dabei sein, aber ich bin gerade erst gekommen, das wird halt eher erst so 13:30 werden. Ja, und jetzt haben wir irgendwie so 11:30 und... Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so lang, die Zeit super. Vergeht. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen in die Innenstadt marschiert, sind jetzt bei Mackie, haben jetzt nichts gekauft oder so, aber wir haben jetzt noch Tonys Schokolade, die ich illegale Weise mitgeschmuggelt habe. Oh ja, das ist wirklich geil. Ja, ich bin so ein Rebell. Ja, die Sophia ist komplett wach und der Martin ist so auf Mittellinie und ich bin schon so ein bisschen tot. Ich gehe schon bald ins Reich der Toten. Ja, nein, ist okay. Na, passt. Vielleicht. Nehmen wir einen Clip auf in der Unterkunft, wo wir dann sind und dann ist irgendwann hier morgen. Das ist ein langer Tag. So. Aber ein schöner Tag. Und jetzt gibt es ein Blende-Out. Jetzt so, auf sind geht's. Wir hier? Okay, ich glaube, ich schmeiße. Alter, ich muss dich kurz filmen. Die Sneakers? Okay. Um den Kontext zu geben. Wo waren wir? Also, wir waren ja in dieser Bar und haben jemanden gefragt und der hat gesagt, okay, wir können bei ihm schlafen, aber halt erst so um 1 oder um 2. Und jetzt sind wir gerade dann los und er hat uns einen Uber bestellt. Er hat für uns den bezahlten Uber. Und das ist so krass. Und seine Adresse ist einfach Dankestraße. Wir sagen das nicht dir. Nein, wir sagen nicht die Nummer, keine Frage. Aber es ist halt genau die Adresse, wo wir in Salzburg auch hin müssen eigentlich. Das ist so die Bestätigung einfach. Ja. Jetzt sind wir einfach hier und wir dürfen in seinem Bett schlafen. Das ist so. Und er schläft auf der Couch. Und wir dürfen uns einfach in seinem Kühlschrank bedienen. Ja. Morgen dürfen wir einfach frühstücken. Wir dürfen alles. Ja, und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja, und wir sind in der Dankestraße und er hat uns das Uber bezahlt und wir sind ein bisschen... Der ist einfach der geschütteste Typ in ganz München. Und das ist kam zwei, auch halb zwei in der Früh. Ja. Ja, also wir gehen jetzt schlafen. Guten Morgen. Wir haben 5 Stunden geschlafen, was eigentlich echt gut ist. Und schön ist, dass da vorne direkt Autobahnauffahrt mit Salzburg ist. Wir haben uns auch schon wieder neue Schilder geschrieben. Ja. Und jetzt gehen wir das einmal an. Vielleicht finden wir irgendwie einen Bäcker. Also wir haben schon bei einer Bäckerei nachgefragt, ob sie uns was zum Essen geben konnten. Ist leider nicht geglückt, aber wir schauen auch mal. So, also wir sind jetzt kurz vor Salzburg, Salzburg Süd. Der Daniel nimmt uns mit für München. Das hat super geklappt. Die Hanna hat da auch gefragt. Und ja, schön langsam kommen wir ans Ende, gell? Also
Total cool. Sie haben ihr Ziel erreicht. Oder fast zumindest. Fast. Noch nicht ganz. Ja, super. Ja. Genau, näher dran. Zentrum! Oh ja! Yeah. Perfekt, die türkische Salzburg! Wow! Nein, schau, wie sieht der aus! Auf geht's. Also, was Storytelling? Also, wir waren gerade eben an dieser Bushaltestelle und dann hat eine Frau angehalten, weil sie hat das Schild von der Sophia gesehen. Und die Frau hat angehalten und hat gesagt, sie würde uns voll gerne mitnehmen, aber sie hat keinen Platz. Und dann hat sie gesucht und gesucht und jetzt hat sie uns 10 Euro gegeben. Richtig nett. Und dann sind wir jetzt zum Bus gegangen, also der war direkt da, der ist auch gerade gekommen. Da sagen wir so, hey, wir wollten mit dem Geld eben zum Motorsteg Karten kaufen. Und er so, wisst ihr was? Ja, komm, springt eigentlich einfach so. Und jetzt können wir gerade mit dem Bus fahren. Jetzt haben wir noch genug Geld, um uns zu gehen. Ein nice Jause, oder? Ja, Jause. Und Dora ist auch nur so ein nice KFC, das sieht es gar nicht. Und jetzt gönnen wir uns vielleicht einen Kaffee und eine Jause. Ja. Ma, praise the Lord. Praise the Lord. Ich glaube, sie glauben nicht. Ihr habt schon mal erzählt, jetzt bist du wieder mal dran. Wo sitzen wir hier? Wir sitzen an der Dankelstraße. An der Dankelstraße. Und zwar in Salzburg. An unserem Ziel. Genau, wie vor ist. Also wir sind jetzt eine gute Stunde vor unserem geplanten Mindestankunftsgerät-Zeit. Ach stimmt, wir müssen nur erst um halb eingessen. Ja, aber ich glaube, wir werden schon um 14 Uhr rein. Ja, aber auch richtig. Egal, jedenfalls. Also, wir haben ja erzählt, wie wir hergekommen sind in die Stadt, ins Zentrum. Mhm. Dann sind wir erstmal sehr entspannt zum Mäcki gegangen. Ich habe mein KFC-Menü von gestern Abend noch zusammengegessen. Wir haben unseren Kaffee noch mitgenommen. Gekauft. Das war eine sehr neue Erfahrung wieder, dass man Geld hat irgendwie. Das also das spannend. Geschenkte Geld noch. Ja. Aber wir haben noch cool. Irgendwas übrig eigentlich. Ja. Ja. 10 Euro. Yeah. Yes. Und dann wollten wir nur so, das war so cool, wir wollten eigentlich nur eine Landkarte für Salzburg, quasi, dass wir diese Dankelstraße da endlich finden. Ja. Und was ist passiert? Wir haben einfach Postkarten geschenkt gekriegt, weil die Verkäuferin im ersten Geschäft auch geglaubt hat, wir wollen Postkarten for free. Ja. Jetzt haben wir uns da für so einen Stoß einfach Postkarten aussuchen dürfen. Die schicken wir jetzt hoffentlich, wenn wir es finden, die Adressen und so, die Leute, die uns unterstützt haben. Genau. Wir haben gerade noch ein paar Minuten davor geredet, dass wir ihnen Karten schreiben wollen. Ja. Und dann schreiben wollen. Sie so. Und dann sagt Jesus so quasi, ja Schatz, da habt ihr es. Das ist so krass. Ja, geschenkt bekommen. Ja. Naja. Und jetzt haben wir da quasi ein paar analoge Karten. Die Leute sind immer voll verwirrt, wenn so junge Leute sehen, so, ah, wo war das jetzt nochmal so? Und wie sie mit der Karte in der Stadt. Ja, wir haben jetzt einfach eine Karte von Lindau, eine Karte von München und eine Karte von Salzburg. Yeah. Yes. Ja, junge Leute mit analogen Karten. Oh, und es fühlt sich so gut an, hier zu sein, oder? Mhm. Hier ist eigentlich angekommen zu sein. Es ist so reibungslos verlaufen eigentlich. Gell? Und es fühlt sich an, als wäre es viel länger gewesen, weil wir so viel erlebt haben, einfach total. In den letzten Stunden. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war richtig, richtig, richtig cool.